Tor des Zelos. Also haben wir es geschafft. Ramirez? Warum hast du das getan? Warum hast du ihn getötet? Warum hast du ihn getötet? Ramirez, alles ist in Ordnung. Jetzt ist es vorbei. Komm mit uns mit. Lord Gelschen war der Einzige, der in der Lage war, diese bedauernswerte Welt zu regieren. Er war der Einzige, der diesen Narren vor dem Elend dieser Welt bewahren konnte. Und du... Du hast ihn getötet! Dafür wirst du büßen. Nein, nicht nur du. Die ganze Welt soll bezahlen. Die Rains werden euch alle wegspülen. Ich schwöre es. Das hätte Lord Gelschen so gewollt. Du hast das Schicksal der Welt besiegelt, indem du den einzigen Mann getötet hast, der sie hätte regieren können. Retten können. Scheiße. Und jetzt wirst du sterben. Shit. Ich hasse es, wenn ich mich in solchen Szenen verlese. Naja. Ja, jetzt stehen wir Ramirez gegenüber. Der findet das nicht so cool. Und er hat ein kleines Problemchen mit uns. Können wir mit Blau gegen den kämpfen? Ja, wenn er nicht gelb ist, ich glaube, er ist Silber, ne? Dann kämpfen wir mit Blau gegen den. Fertig. Obwohl, sollten wir vielleicht mit Gelb gegen den Nacht drauf geschissen? Obwohl, nein, komm, hier, Gelb, passt schon. Alles gut, wie machen wir das? Ich würde sagen, du pimpst dich selber. So. Nein. Fokus. Delta Shield. Ein bisschen Creme. Genau, The Glyph of Might. Auf den guten Weiß und du machst auch mal Sprit. Das ist doch immer eine gute Kombination, würde ich sagen. Ist nicht so, als würde Ramirez irgendwas mit Zaubern benutzen müssen. Der ist auch so stark genug und hat breit gefächerte Fähigkeiten. Aber, da haben wir dem schon mal entgegengewirkt. Das ist doch was. Oh yeah. Supidupi. Puh, oh, ich bin so... Ah, Gott! Ich kann es nicht glauben, dass wir schon im Finale sind, Leute. Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Ich hab das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ich bezweifle, dass ich was vergessen habe. Delta Shield. So, du verteidigst dich und du machst bitte Fokus. Gott, der hat fast 5000 Leben. Geil. Zeig ihm, wo es lang geht, Weiß. Oh oh. There's light. There is darkness. Sword of the Dark Moon. Ja, das war einer seiner Spezialangriffe, hält sich aber so weit in Grenzen. Was sagt er zu unserem? Bäm! Maximaler Schaden mitten ins Gesicht, mein Guter. Aber wie gesagt, Leute, wir sind auch bis oben hin gepimpt, ne? Also beim Erstdurchspielen wäre das nicht der Fall. du machst trotzdem Delta Shield, meine Schöne. Wie viele Punkte kommen wir denn? Gerade mal auf 17, das heißt, du verteidigst dich und du benutzt eine Sekum Box. So. Und?
Na, das hat jetzt noch weniger Schaden gemacht. War jetzt auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Oh, es hebt aber die positiven Effekte auf. Scheiße. Ach, jetzt machen wir 600 Schaden weniger. Toll. Ah ja. Überraschenderweise ist mir das gerade egal. Es passt. Wow, so schnell hatte ich Ramirez noch nie tot, glaube ich. Also das hier ist wirklich ein First. Na gut, er ist noch nicht tot, so. Aber ich bezweifle, dass er das jetzt überlebt. Normalerweise ist der Kampf ein bisschen imposanter, aber Leute, sorry, ich kenne das Spiel mittlerweile zu gut. Ja, Mann. Ganz dreist. Oh, das war easy. Ja. Okay. Oh, Slipara GZ. Du. Wie konntest du? Ramirez, warte. Bitte. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Es ist zu spät, Fina. Es führt kein Weg zurück. Ich werde alles und jeden in dieser Welt töten. Niemand wird mich besiegen. Ramirez, was machst du da? Hast du vergessen? Zelos Macht ist nicht auf die Monde beschränkt. Zelos ist allmächtig. Und nur Silvita können ihn im Zaum halten. Um Zelos unter Kontrolle zu haben, gebe ich mein Leben her. Ramirez, nein, nicht! Der Ramirez, den du kanntest, ist längst tot, Fina. Zelos, ich opfere dir mein Leben. Zelos, wach auf. Ich befehle es dir. Es ändert sich. Ramirez, warum hat er? Alles herhören. Wir müssen uns zurückziehen. Wenn wir hier bleiben, werden wir alle zermalmt. Das ist Zelos? Wie sollen wir bloß mit diesem Ding fertig werden? Zelos hat noch nicht seine endgültige Form angenommen. Wenn es soweit ist, wird er unbesiegbar sein. Aber wenn wir ihn angreifen, während er sich noch formt... Ich verstehe, was du meinst. Das ist unsere einzige Chance. Alle Mann auf Kampfstation. Wir müssen Zelos hier und jetzt schlagen. Sau cool in Szene gesetzt. Einfach episch. Jetzt dürfen wir gegen diese riesige Bubble mit unserem Schiff antreten. Wenn das nicht mal eine geile Phase ist, oder? Also,
Da hätte ich niemals mit gerechnet, als ich das gespielt habe. Also, Rami... Nein. Zelos, lass uns dieses Spiel beenden. Möchten Sie vorher speichern? Nein. So, was ist natürlich intelligenter? Eigentlich erstmal Abstand halten und sehen, was der Gegner macht, ne? Aber wir gehen volle Möhre drauf los. Wir umkreisen das Ziel, das ist intelligenter als gerade... Es ist egal. Wir kreisen drumherum, weil vorne hat er so lustige Facetten und das könnte böse enden. So, was haben wir denn hier? Nein, wir wollen was unsere SP-Regeneration erhöht. Kosten reduzieren. Oh, haben wir rausgenommen. Okay. Egal. Ja. Dann schießt du bitte mit der Moon Gun über diese über diese vier Runden hinweg. Oh, die Musik. Boah, ist das nicht geil. Geilomat. Was haben wir denn hier nochmal? Oh, wir haben nicht viel GUIs, sehe ich gerade. Oh, komplett Spirit-Wiederherstellung. Geil. Ah, wir haben einmal haben wir Gear GUIs. Das ist nicht cool. Apovax. Oh. Moment. Das machen wir anders. Dann machst du das. Du benutzt bitte dieses Apovax. Und du, was haben wir noch? Hexshell, nein, Thunderbomb, Maschinenöl. Verdoppelt die Rate der Spirit-Erneuerung. Das ist natürlich interessant, das werden wir dann nächste Runde benutzen mal. Aber jetzt Gear Grease. So, ja, jetzt sind wir Attack- und Defense-mäßig mal ein bisschen auf dem neuesten Stand, wobei Ingram, glaube ich, dasselbe war, aber nur für zwei Runden anstatt vier. Ja. Und was hat jetzt der gute Zelos so auf dem Kasten, während er sich am Formen ist, am Metamorphosionieren, so? Nein, am Metamorphen, am Morphen, whatever. Ich glaube, kann man das überhaupt so benutzen? Na, egal. Während er sich am Wandeln ist, am Entwickeln. Oh, da kommt was. Das ist nicht cool. Pisser, wir haben uns gerade erst gebufft. Du Lursch. Toll. Das hat so viel mehr Schaden gemacht. Ihr seht, wir haben den Todesstern hier jetzt kaum angekratzt. Ah, hör auf dich mitzudrehen! Friert der unsere schöne Delphinus ein. Na egal, wir waren schon im Eis, in The Lands of Ice, also ist es mal gerade egal. Bam! Gleich nochmal. Also wenn wir das Ding auch nur einmal verfehlen, dann raste ich einfach nur aus. Ja, Ramirez Luyaro. Autsch. Ramirez Loyalität und Treue gegenüber Galschen kennt keine Grenzen. Es sieht so aus, als ob alle Attacken von Zelos aus diesem Symbol in der Mitte kommen. Wir greifen von vorne an, so. Es wird gefährlich, aber dieses Symbol ist vielleicht sein schwachster Punkt. Wir müssen ihn von vorne angreifen. Ja, genau so sieht's aus. So, du schießt dann bitte nochmal da. Du hast auch einen recht starken Angriff, meine Schöne. Dementsprechend wirst du auch hier hinschießen. Moment, das machen wir anders. So. Apovax gerade nochmal. Und du schießt gerade noch ein Torpedo mit drauf, so. Oder? Oder? Moment. Kann er die Kosten für Spirit Points für einen Durchgang reduzieren. Wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir. Robinson, ne? Ja. Zack. Und du benutzt was? Das Apo wächst dann in der Runde. Das ist vielleicht richtig gut. Weil wir jetzt halt eben dann dadurch mehr Spirit Points für die nächste Runde noch haben. Allerdings müssen wir uns dann nächste Runde auch definitiv mal heilen. Ja klar, die fette Kugel Speed bufft sich. Mhm, macht sich schneller. Ist okay.
Drehst du dich jetzt schneller? Ui. Schießt du jetzt qualitativ hochwertigere Fotos? Ach so. Drillen macht unser Apo-Wachs weg, aber mit Apo-Wachs können wir kein Drillen wegmachen. Na, das ist ja mal gemein. Fies. Hätte ich gerade noch Spirit reingebottert oder noch ein Torpedo. Fies. Wie kannst du sowas verfehlen? Wer schießt denn da bitte? Ist Marco am Schießen oder Cupil? Ich glaube, Cupil ist am Schießen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Eieieiei. Naja, wie ihr hier bemerkt, am nützlichsten wäre... Ich glaub's nicht! Wie kann denn bitte sowas verfehlen? Am nützlichsten wäre hier sowas mit Magieabwehr aufs Schiff, weil das Vieh fast nur Magie schießt. Jetzt kommt wieder der Mondstrahl. Kann er nicht auch verfehlen? Ui. So ein Schwein, ey. Gut wäre, wenn wir jetzt Zerkrulen hätten, damit wir das Schiff immer voll heilen könnten. Sieht aber nicht so aus. Es hat den Anschein, als würde Zelos langsamer. Ich glaube, dass wir ihm Schaden zufügen. Also, das ist jetzt unsere Chance zum Angriff. Eröffnet das Feuer. Von vorne. Oh yeah, baby. So, du schießt in der dritten Runde. Dritte Runde müsste rein. Ach, schieß mal in der vierten Runde. Ich weiß nämlich nicht, was ich noch vorher alles raushaue. Ach, fuck. So. Du schießt dann bitte den Torpedo. Ja. Du schießt, benutzt bitte das Apo-Wachs. Und dann schießt du nämlich auch noch einen Torpedo. Na, das ist doch was, oder? Aber dann müssen wir uns nächste Runde definitiv heilen, sonst haben wir ein kleines Problem. Weil wir dann, ziemlich viel Schaden reinbekommen. Also nicht unbedingt nächste Runde, aber wenn wir Schaden reinbekommen, diese Runde und dann nochmal nächste Runde, ohne zu heilen, das könnte extrem scheiße ausgehen. Torpedo Nummer Uno! Warum habe ich keine Moon-Torpedos? Das wäre toll. Ich will auch so Rains of Destruction Torpedos, das wäre doch was so. Ich schieße eine Rakete auf den Mond und das nimmt dann den halben Mond runter und... Ja, Special Moves fürs Schiff, abgesehen von der Moonstone Cannon. Das wäre noch was, so mal vollem Spirit Tank oder so. So ein... Ja, genau, hier wäre das doch genial, wenn man da mit der kompletten Armada angreifen könnte. Ich bin verleitet, meine Spirit Points voll zu machen, um zu testen, ob das funktioniert. Kann ich auch machen, ich meine, wir haben das Item eh dabei und... Ja, deswegen, letzter Kampf, also was soll's. Kann man alles probieren dann, ne? Oh, Moonstone Cannon. Fire. Oh! Ja! Das hat wehgetan, Sweetheart, hä? Das hat wehgetan. Okay. Oh oh. Okay, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Och Mann, jetzt kann ich keine Moonstone Cannon feuern. Fies. Dafür kriegst du eine Moon Cannon rein, du Saugesicht. Du spiritst nicht, nein. Wir machen das jetzt gefährlich. Wir machen in der letzten Runde ein Complete Kit. Und wir spiriten vorher so. Wir machen das jetzt. Ach, ich hätte auch die Dings benutzen können, dieses komplett füllen, aber egal. Naja, das machen wir dann nächste Runde. Hoffen wir einfach, dass wir überleben bis zum Complete Kit.
Oh mein Gott! Oh nein! Ich will nicht. Ich bin auch nie. Ich will nicht. Jetzt habe ich minimal Panik gerade, Leute. Nein! Ach du Hure! Du Hure! Du Humus, ey. Fizzi Bubbel, du. Ja! Diese Mondkern, guckt euch den Schaden an! Scheiße, das waren. Ach du heilige Mutti, das war die Hälfte der Moonstone-Kerne. Na gut, es kommt auch hin, ne? 500 noch was anstatt 999. Von Weiß, der ja sowieso schon viel Schaden macht. Ach du Scheiße, es wird knapp. Nein. Ich hab Angst. Nein. Weich aus. Los. Links. 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 Falsches Links. Habe ich sogar mal zu hoch gepolt. Oh. Alter. Ich dachte, ich hätte zu hoch gepokert. Wow. Das wäre das erste Mal gewesen, ey. Also bei Zelos. Gute Arbeit, Weiß. Zelos Abwehr wird schwächer. Ich glaube, wir haben eine Schwachstelle gefunden. Ah. Es hat keinerlei Auswirkungen. Wir gehen näher ran, so. Jetzt ist unsere Chance. Es mag gefährlich werden, aber wir müssen ihn... Ihnen? Ihm auf den Leib rücken und sie aus nächster Nähe bekämpfen. Okay. Er trennt immer noch Ramirez und Dingens. So, die Moon Cannon. Ach, Mann. Jetzt haben wir immer noch das Ding da drauf. Können wir das irgendwie wegmachen? Ich glaube nicht, ne? Mhm. Mist! Das ärgert mich ja jetzt doch schon. Vielleicht, wenn wir Ryokan benutzen? Ich glaube aber auch eher mal nicht, oder? Wisst ihr was? Das werden wir testen. Wir gucken, ob wir mit Ryokan diese Chose wegheilen können. Moment, das machen wir anders, ne? So. Zack. Du benutzt mal Ryokan. Ach, nein. Können wir sowieso nicht. So, und zack. Und zack. Jo. Jo, wunderbar. So, nächste Runde füllen wir dann die Spirit Points volle Möhre auf, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie unser Leben aussieht. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen Special-Angriff bekommen. Was ich ja minimal bezweifle. Minimal. Wie sieht's aus? Boah. Pack neue Moves aus, Baby. Jetzt macht er immer seinen Judgment Day hier. Wie schon alles, wie wahrscheinlich die ganze Welt schon in Schutt und Asche liegt. Und der Mond wahrscheinlich kaum noch Stücke übrig hat. Aber hey, Hauptsache ein Meteorit auf uns schmeißen, anstatt sich selbst auf uns draufzusetzen oder so. Es ist, als würde Obelix dir Asterix auf die Schultern setzen und dich auslachen, dass es jetzt so schwer wäre. So. Nächste Runde kommt schon mal. Bam, bam. Oh, Gilda macht immer noch 11.000 Schaden mit diesem Ding. Ach stimmt, wir haben ja Kasim in der Gruppe. Das heißt, die Hautkanone macht ja noch mal mehr Schaden und Weiß hat sowieso einen hohen Stärkewert. Ah, da kommt eins zum anderen. Oh yeah. Oh, zeig mir den Damage der Runde. Los. Nein, nicht du, du Spack. Ja, schon wieder. Da ist gleich kein Mond mehr da. Es sieht aber toll aus. Das muss man ja doch zugeben. Aber wie schnell diese Dinger eigentlich fliegen, ne? Wie viele Moonstones hier später rumliegen werden. Egal, jetzt sind wir dran. Wenn was daneben geht, ne? Alter.
Was soll ich dazu sagen? Oh, was soll ich denn bitte dazu sagen? Drei Sachen gehen daneben. Drei! Das Ding wäre wahrscheinlich kaputt gewesen. Zelos Klauen, sie fallen ab. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein kleines bisschen. Jetzt haben wir ihn fast. Ja, hättet ihr mal getroffen, dann hätten wir ihn schon. Zack, wir beenden dieses Scheißspiel. Los. Mach die Moonstone Cannon fertig. Wir setzen dem jetzt ein Ende. Toll, dafür haben wir wahrscheinlich nicht genug. Doch, haben wir. Kannst du direkt schießen? Obwohl, Moment. Zweite Runde. Wir haben jetzt nämlich eh nichts Besseres zu tun. Apovax, so, und dann wird hier bitte Complete kritisiert, falls wir es nicht schaffen. Und falls er es dann doch überlebt, dann Thermogreeze bitte. Spaculatius, friss die Moonstone Cannon, du hörst. Du hörst, ey. Treffen die drei einfach nicht, da könnte ich ja reiern, ne? Ist doch nicht normal. Boah, das wäre so eine schöne Mega-Runde gewesen. Und ich sag's noch, und dann gehen drei Stück daneben. Boah, es tut weh, es tut echt weh. Bam! Zelos, es ist, ja, es ist endlich vorbei. Mein Schiff. Was zum? Es ist noch nicht vorbei. Jetzt werdet ihr den Zorn von Zelos verspüren. Ihr werdet in alle Ewigkeit leiden. Zelos wird sich an euren Seelen ergötzen. Ja, Leute, das ist dann Phase Nummer 3 und der gute Ranieres gibt nicht auf. Ach, ich liebe es, wenn es so viele Phasen gibt. Ja, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, was dieses seltsame Geblinke sollte. Aber die Musik. Ich lasse die mal einfach eine Runde lang wirken. War.
Ja, da sind wir wieder. Diese Musik, die ist doch saugeil. Gut, jetzt die Phase ist vielleicht nicht die allerbeste, aber oh, mir gefällt es saugut. So. Beste Taktik, wie immer. Volle Möhre mit Weiß drauf! So sieht's aus. Fokus, Baby, wir brauchen Punkte. Ja, mach nur, Gilda. Du weißt, was zu tun ist. Okay, was planst du diesmal? Der holt uns wieder unseren Buff weg, ne? Ich hatte jetzt allerdings einen neuen Move erwartet. Stärker ist er nämlich jetzt auch nicht, ne? Das ist jetzt schade. Hast du ruhig das Doppelte an Schaden machen können oder so? Na gut, Fina hat diesen hohen Magieverteidigungswert, anscheinend weil das als Eis zählt oder so, und hat entsprechend ziemlich wenig bekommen. So, du machst diesmal trotzdem... Nein, du bleibst beim Delta Shield. Das kannst du aber glauben. Scheiß drauf. Gibt nichts Gefährlicheres, als wenn auf einmal die halbe Truppe tot ist, nur weil wir irgendwie dachten, wir müssen mehr Schaden machen. Nix da. Kannst du knicken. Kannst du knicken. So fangen wir nicht an. Außerdem machen wir eh fast 9000 Schaden, also pff. Er ist overpowered, unser guter Weiß. Wir haben ihn viel zu krass gepusht. Jetzt stellt euch das mal noch mit einem Level vor und noch mehr. Das geht ja wahrscheinlich bis auf 999. Dann haut er mit normalen Angriffen 9999 Schaden raus. Ja, unser Leben ist perfecto mundo. Zelos Ramirez ist schon am Schwächeln. Silberbinde. Das war assi. Boah. Hat der armen Lady reingedrückt. Das geht ja gar nicht. Du übernimmst mal bitte die Wiederbelebung. Du verteidigst dich. Und du verteidigst dich auch. Obwohl, ich hätte können... Ach. Ich hätte Spirit erzeugen müssen. Das wäre sinnvoller gewesen. Jetzt komme ich nur auf 17 Punkte oder so. Verdammt. Na, ich hatte Angst, er macht den Move nochmal und, ne? Dann wäre Fina definitiv tot. Och, geh, er macht Zerstörung, er will mir nur auf den Sack gehen. ...182 Schaden auf Fina. das ist so mies. Du machst keinen Schaden, weil... weiß ja. Ramirez, Zelos, Mischmasch, Viechgen. Haha. So, du greifst bitte nochmal an. Du machst einen Delta Shield. Du... Ach, was machst du? Was machst du? Du zauberst Elektrolen und du verteidigst dich so. Wir machen das jetzt just for fucking fun. Oh yeah. Ja, haus ihm rein hier. Rache dafür, dass er deine Brust abgesaugt hat. Im Sinne von, also, er hat seine Hand ausgestreckt und wollte ihr den Silver Crystal aus der Brust raussaugen. Das meinte ich damit.
Das hat sich jetzt definitiv unschön angehört. Also schön, ja, aber also falsch. Falsch formuliert. Mist. Los, Weiß, zeig ihm, wo es lang geht. Nein! Wieso habe ich das nur erwartet? Delta Shield. Verteidigen, verteidigen. Was? Wieso bist du zuerst dran? Was hast du... Warum? Nein! Nein! Solange sie das überlebt, ist mir das gerade... Nein. Seriously? Oh, 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 oh. Bitte überlebt es, bitte. Alter, wie kannst du nur? Und ich hatte mir Sorgen gemacht. Oh mein Gott. Nein, das kann nicht wahr sein. Es ist endlich vorbei. Fina. Ramirez wohnte im Himmel und starb im Himmel. Wir Matrosen, wenn einer von uns stirbt, ist es allgemeiner Brauch, die Leiche dem Himmel zu übergeben. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir dasselbe für Ramirez tun? Nein, bitte, nur zu. Ramirez, auf dass du ruhest in Frieden. Sollte es. Es ist weg. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Ramirez. Also, was kommt jetzt? Wir sind um die ganze Welt gereist und für die Moon Crystals haben wir keinen Verwendungszweck mehr. Was redet ihr da? Seit wann haben wir je einen Grund gebraucht, um loszufahren? Wir sind noch jung. Wer weiß, was wir noch alles erleben werden.
Also, Captain Weiß, wo soll's hingehen? Weiß, Aika, ich muss euch etwas fragen. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn ich weiter mit euch segeln dürfte. Etwas anderes wäre auch gar nicht in Frage gekommen. Natürlich kommst du mit uns mit. Vielen Dank. Ach, ist das alles rührend. Warum kommt ihr nicht alle mit uns mit? Das klingt nicht schlecht. Aber ich sollte vielleicht auf mein eigenes Schiff zurückkehren. Meine Männer werden sicher schon ganz verrückt ohne mich. Ich kehre auf die Claudia zurück und setze meine Suche nach dem guten Leben fort. Ich habe beschlossen, wieder als Fischer zu arbeiten. Ich möchte für den Rest meines Lebens in Frieden leben, aus Respekt vor Jack und Ragnar. Und was ist mit dir, Auric? Ich muss zurück nach Valua. Jemand muss sich um die Überlebenden kümmern und mit dem Wiederaufbau beginnen. Das kann ich verstehen. Viel Glück euch allen. Hey, was ist mit uns? Ja, genau. Sind wir nicht auch eure Freunde? Warum sollten die alle Aufmerksamkeit erhalten? Clara, bitte. Wir haben gerade gemeinsam die Welt gemeinsam. Du benutzt das Wort, aber ich glaube nicht, du weißt, was das Wort bedeutet. Wir haben gerade gemeinsam die Welt gerettet. Kannst du nicht einfach den Moment genießen? Mein Sohn, ich würde mich freuen, wenn du mich von nun an Dad nennen würdest. Du Spasti. Hey, wann gibt's hier endlich mal etwas zu essen? Oh, jetzt hab ich auch Hunger. Ja, der Digga hat recht. Jetzt muss gefeiert werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Baltor übereinstimmen würde. Also, alles zurück nach Crescent Isle zum größten Fest aller Zeiten. Thank you.
Wer musste jetzt bei Cupel nicht lachen? Bitte Hand hoch. Ja, Cupel mit Schnurrbart, Ziegenbärtchen und Augenklappe und Kapitänshut. Oh, da steht sogar jetzt immer eine Beschreibung dabei. Die werde ich allerdings nicht vorlesen, weil ich jetzt mein Fazit ziehe. Oh, und das geht verdammt schnell. Da müsst ihr dann im Notfall pausieren. Oder schnell lesen halt eben. Ja. Okay. Ich fand dieses, gerade mal zum Ende, mit diesem Nicht-Texte lesen und einfach nur ein paar Bilder gezeigt, fand ich schön. Man hat noch Closure bekommen, also es wurde noch ein bisschen was gesagt, gezeigt, was mit den Charakteren passiert ist. Hier, Aurik hat Mögi geheiratet und ist dabei, wieder Valua aufzubauen, sogar diesmal außerhalb seiner Mauern, also auf dem ganzen Kontinent wird versucht zu bauen und dort wächst sogar wieder etwas. Finde ich sehr cool. Er will Valua wirklich nicht nur wieder aufbauen, sondern halt eben eine neue Zivilisation dort errichten quasi, eine offene Welt. Ja, wie man auch sehen konnte, der Handel ist jetzt in der ganzen Welt möglich. Valua-Soldaten in Yafutoma willkommen etc. Also alle sind happy. Nasrad ist wieder aufgebaut, finde ich toll. Alles gut gezeigt worden. Das Einzige, was mich jetzt gestört hat, ist, dass wir in so einem Holzschiff rumfliegen, wobei das auch ziemlich stylisch aussah mit diesem Blau und allem. Oh, das war schön. Aber mir gefällt die Delphinus einfach besser. Ich bin Delphinus-Fanboy, so. So, das war jetzt das. Zum Endkampf selbst noch. Ich finde das toll, dass der so viele Phasen hatte. Allerdings sah das jetzt wahrscheinlich bei mir relativ leicht aus. Das ist normalerweise nicht der Fall. Das ist ja doch ein bisschen die Erfahrung, die man halt hat mit dem Delta-Shield, mit den Items, die dann halt nicht durch den Shield blockiert werden, etc., etc. Und mit diesem Hochpushen durch Ilchimis, ne? Deswegen, da kann man es sich so leicht machen, klar. Man hätte ja auch grinden können, aber das muss ja nicht sein. So, generell, dieses Spiel. Also, wenn das nicht... Ach, das ist schwer zu sagen, aber definitiv eins meiner Top 3 Lieblingsspiele überhaupt. Also, oh, das Spiel hat so viel Flair und Charme, den kann man gar nicht irgendwie definieren. Es ist, oh, ohne Brille sieht die richtig cool aus. Kann man gar nicht wirklich definieren, es ist seltsam. Dieses Piraten-Setting gefällt mir, aber auch nur in diesem Spiel. Normalerweise mag ich keine Piraten-Settings wirklich. Und dann diese fliegenden Schiffe, das ist schon so abstrakt, das muss man lieben. Und dann, also was mich besonders begeistert hat immer, ist einmal der Aspekt der Schiffskämpfe, wobei das als Zuschauer ziemlich öde ist, denke ich. Und die normalen rundenbasierten Kämpfe mit den Attributen, also Farbattributen, dass dann der Schaden erhöht wird, wie, also was effektiv gegen was ist etc., dass man darüber, was man noch ausgerüstet hat, dann auch neue Fähigkeiten, ich sage jetzt Fähigkeiten lernt, neue Magie lernt halt eben. Das ist geil. Und man sich über diese Moonberries die Skills freischalten muss in dem Sinne. Oder kann. Ah, das ist gerade beim ersten Mal so schön, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Und dann halt verschiedene Gruppenmitglieder, zwischen denen man automatisch, also wechseln muss am Anfang und nachher sogar wechseln darf. Das ist echt cool. Also die Menge ist nicht zu groß, ist schön überschaubar. Ja. Ich finde auch, jeder Charakter hat Charakter. Wobei Drachma und Gilda und Aurik und, ja gut, Fina, jeder ist ein relativ großer Stereotyp. Aber so gut, mit so viel Leben versehen, dass es halt eben nicht stereotypisch wirkt. Das ist genau wie mit den Admirälen. Belesa, Vigoro, Deloco. Alles Stereotypen. Aber so irgendwie so gut umgesetzt mit, also ich kann es mir nicht erklären, da ist so viel Leben dahinter, so viel Liebe steckt da drin, dass die Charaktere einfach liebenswert sind, abgesehen von Deloco. Ich meine, wer konnte Belesa nicht leiden? Wer hat sie nicht für ihre Ansichten gemocht, sage ich mal? Und da Vigoro, der war einfach stylisch drauf, sage ich jetzt mal. Sein Macho-Gehabe war am Anfang witzig, aber dann hat man gemerkt, da steckt mehr dahinter. Also er ist schon ehrenhaft und stolz und setzt sich für die richtigen Dinge ein, seiner Meinung nach. Oh, das ist aber schön. Ein kleiner Junge hatte einen Traum, ein kleines Mädchen war voller Eifer, eine geheimnisvolle Unbekannte hatte eine Mission und ihre Geschichte wird die Welt niemals vergessen. Da habt ihr recht, also jeder, der dieses Spiel... Weiß der Kopfgeldkönig, das ist... Ach scheiße, das ist jetzt mein Titel. Ja. Okay, ja. Ich find's auch super, was sie jetzt anhat, so richtiges Piratenbrautkleid, das ist stylisch. Ja, also Kampfsystem ist spitze. Die Geschichtenerzählung finde ich genial, denn das Spiel ist nicht auf Happy End getrimmt, ne?
Da passiert auch mal was. Da ist Verlust dabei. Da sterben Charaktere. In manchen Spielen kotzt mich das an, dass immer alles gut ausgeht. Hier, Valua wird zerstört. So viele sterben dabei. Oder jetzt am Ende, der böse, also Ramirez, der eigentlich ja theoretisch, man könnte meinen, der wird vielleicht gerettet, weil er Finas Freund ist. Nein, eiskalt tot, zack, Leiche weg, boom. Super. Sowas muss sein. Verlust muss sein, damit Spiele auch Gewichtigkeit bekommen. Auch Filme oder Bücher, was auch immer. Da muss Verlust drin sein, damit es authentisch wirkt. Für mich. Ja, das war gut umgesetzt. Und wie gesagt, dann noch die ganzen Nebenereignisse, die Kopfgeld-Quest, die Piastol-Quest-Reihe. Also die ist doch wunderschön. Wunderschön. Man erfährt nach und nach Details. Und auf einmal, was? Das ist die Schwester, weil die dachte, wir hätten das gemacht und so. Und oh, das ist super. Kopfgeldquest, wie gesagt, schön. Ja, kann man haben. Jetzt geht der Titelbildschirm los. Scheiße. Wo waren wir denn? Was haben wir denn noch? Die Discoveries, die ganzen verdammten Entdeckungen. Hallo? Da hat man so viel noch zu tun. Das ist nicht mehr normal. Ja, was haben wir sonst noch irgendwas? Moment, ich werde mal hier ganz gemütlich den Screen durchlaufen lassen, auch wenn ich den Button halt eben hier hin und her bewegen werde. Was könnte ich denn noch sagen? Fällt mir noch was ein? Ach Gott, die Basis! Crescent Isle! Wir können unsere eigene Basis aufbauen. Leute, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Man konnte jetzt zwar nicht so viel im Endeffekt individualisieren, aber allein, dass man Ryukan holen konnte, damit er epische Waffen schmiedet. Und dann Ilchimis mit seinem Labor da. Den erstmal zu finden war schon schwer genug beim Spielen. Also den habe ich auch erst beim dritten oder vierten Mal gefunden. Nein, habe ich beim letzten... Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, letztes Mal. Beim letzten Durchspielen habe ich den gefunden, ja. Nee, beim Vor... Ach, irgendwann. Aber den erstmal zu finden... Ach, ich liebe es, wie der Hintergrund sich ändert. Ich will nicht, dass das Spiel rum ist. Und die Musik, oh, die Musik ist so gut. Sie passt so gut zur Untermalung, Leute. Ah, ich würde mir so sehr ein HD-Remake hiervon wünschen. Mit den fehlenden Inhalten aus der Dreamcast-Version. Ohne jegliche Änderung an Story, Kampfsystem etc. Einfach nur die beiden Inhalte der Dreamcast- und Gamecube-Version gemischt. Und das halt in HD. Also, richtige Grafiküberarbeitung, Leute. Das meine ich damit. Also schon aufwendig. Das wäre doch... Boah. Da kann ich gar nicht dran denken, da kriege ich einen Ständer, ey. Nee, das wäre sowas von toll. Oh. Ey, ich habe aber Maus. Mein Stick bewegt. Also nicht den Ständer, nein, hier der Gamecube-Stick. Ja, also ich bin nicht gut mit Fazits. Ich gebe dem Spiel 11 von 10 Punkten. Ganz frisch. Ja, ich finde auch die Menge der Random-Kämpfe toll. Also ist alles recht gut abgemischt. Und... Ich kann es nicht fassen, dass es schon vorbei ist. Ich will mehr. Naja, wie gesagt, Leute, ich versuche dann noch das Bonuszeug zu erspielen, was noch einige Zeit dauern kann. Ab Veröffentlichung dieser Folge nun mal. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play sehr gefallen. Das Spiel muss euch gefallen, wenn ihr JRPGs mögt, sonst... sage ich ganz frech, habt da keinen Geschmack, denke ich jetzt mal. Ja. Ich überlege mir dann jetzt, was als nächstes kommt. Ich habe da nämlich schon ein Spiel sehr, sehr, sehr lange in Aussicht, worauf ich mich freue. Auch ein klasse Spiel, ist auch definitiv unter den Top-JRPGs überhaupt dabei. Aber jetzt erzähle ich nicht mehr über zukünftige Projekte. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen, generell zum Spiel, vielleicht auch zum Let's Play selber. Sucht es euch aus. Aber mir ist wirklich die Beteiligung anhand des Spiels sehr, ja, doch sehr wichtig. Mich würde wirklich interessieren, welche Eindrücke ihr vom Spiel habt, wie es euch gefallen hat, ob ihr es selbst mal gespielt habt, ob ihr es selber jetzt mal gerne spielen wollen würdet. Ja, sowas interessiert mich immer sehr, wenn ich ein Let's Play beende, deswegen. Also Leute, dann sage ich hier an dieser Stelle... Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, Skies of Arcadia Legends zu Let's Playen. Eins meiner absoluten Herzprojekte. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.